Da sind wir nun doch wieder. Ich hatte zwar geschrieben, dass wir vermutlich jetzt im Frühjahr nichts mehr machen werden, aber Norbert sitzt auch schon seit 4 Wochen im Homeoffice und ich sitze auch jetzt zu Hause. Wir haben beim letzten Mal, habt ihr gesehen, haben wir die Fläche, die Verstärkung aufgebracht, unten in Glas, oben in Kohle. So, und das wollen wir mal eben auspacken. Ich habe mich auch so lange beherrscht, also habe da nichts dran gemacht. Sieht man jetzt schon. Klebt die Hülle. Mal eben auspacken den ganzen Kram. So lange drauf ist dann. Aber werden wir hinkriegen. Müssen wir schon mal gut hingehauen. So, hier oben ziehe ich jetzt mal den Streifen ab. So, kann man nicht meckern. Den Seitenstreifen. Die sind noch frei. So, es hat hier nur eine minimale Kante gegeben, also gerade so dick wie das unser Teser ist. Gehen wir mal ein ganz klein bisschen die Überstände hier noch ein bisschen runter schleifen. Leichte Kante, das kann man nicht verhindern. Hinten den Rest abschneiden. So. Ja, unten mit Glas. Sieht man auch, sieht auch gut aus. Kann man nicht meckern. Querruder sind auch noch frei. Gut. So, nun wollen wir unseren Rumpf mit der Fläche verheiraten. Ihr seht, es hat hier durch die, weil wir es hier nass in nass gemacht haben, so eine leichten Beulen gegeben. Die sitzen ja aber auch die Schraube noch mit dem Senker setzen, wenn die noch tiefer. Dann fällt das auch nicht mehr so auf. So, dann ziehen wir uns hier die Mittellinie drauf. So, aber eben hier draufhalten. Ich weiß gar nicht, wer das macht. Weißt du das noch? 25, glaube ich. Ne? So, dann gucken wir mal eben 25 von vorne. Hier haben wir 62. So, dann machen wir mal eben die Löcher rein. Einmal in den Rumpf. Hier kann ich schon rausgucken können. Eisen und ein Bindebohrer. Hätte ich ja natürlich auch schon vorher raussuchen können, aber M4. Norbert hat mich auch gestern angerufen, dass wir es machen wollen. So, jetzt gehen wir mal eben an die Bohrmaschine nach nebenan und bohren schon mal eben die Löcher. So, ich bohre erst die Löcher. Erstmal das vordere Loch in den Rumpf. Das hintere bohren wir erst, wenn die Fläche aufgepasst haben.
kann das natürlich auch mit der Handbohrmaschine machen. Logisch, also es muss nicht mit einer Ständerbohrmaschine gemacht werden. Und eigentlich müsste die Drehzahl auch ein bisschen höher sein. Also wer jetzt Metallbohrer ist, oh, hätte ja diesmal die Drehzahl einstellen können. Stimmt. Kerndurchmesser rein. Vorne. Also hinten bohre ich den Kerndurchmesser nur von dem Bohrer, also von dem Gewinde. Und vorne bohre ich jetzt auch schon. Bohre ich gleich noch auf. Das ist ein Maschinenschneider, also kann ich mit einmal reingehen und nicht dreimal. So, hoffe ich, dass ich hier noch eine Schraube habe. So, dann schrauben wir jetzt den Flügel da mal an. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Tesa. Und jetzt gehen wir mal nach nebenan, Norbert. Hier. Ja. An den Corona-Abstand. So, jetzt machen wir Folgendes. Da habe ich noch mal einen Zollstock. Deswegen ist es ganz gut, wenn jetzt kein Flächenstift hier drin ist. Dann sieht die Fläche vernünftig auf. Das messen wir hier mal eben. Das gleiche Maß haben. So, passt schon. So, warte. Sieht die Schraube.
Schraube noch ein bisschen fester und fixiere diese hier hinten nochmal. Aber ich messe nochmal nach. So, jetzt müssen wir noch mal bohren. So, jetzt machen wir das. Ja. Mal eben gucken, wie ich das am günstigsten hier mache. Okay, erstmal den Bohrer eben austauschen. Jetzt bohre ich hinten noch mal mit dem kleinen Bohrer. Ich habe ja auch in der Fläche nur das kleine Loch drin. Der Vorteil ist, liegt auf der Hand. Ich habe jetzt meine, muss ich noch mal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Die Werkstatt ist einfach zu voll hier, du. Das ist ja schön, dass du die gleichen Probleme hast wie ich. Ja, wie alle Modellbauer, glaube ich, ne? Immer alles zu klein. Angebohrt. So, ich habe das jetzt hier angebohrt. So, beide Löcher drinne. So, mit so einem Senker senke ich auch gleich die Schraube nochmal. Können wir gleich noch mal eben gucken, ob die Schrauben auch da reinpassen. Das sieht gut aus, ne? Kann man schon mal abziehen hier. So soll es sein. Dann gucken wir mal, ob der Rest auch was geworden ist. Ja, hinten nochmal im Gewinde reinschneiden. So, Flügel sitzt, noch so gut wie keine Luft, alles gut. So, als nächstes müssen wir die Rumpflänge ablenken.